Ach, grauseligerweise muss ich den ganzen Mist nachvertonen. Es ist zum. Naja, ich mach's mal so. Ich werde hier. Wir hatten heute nochmal was ausprobiert. Brüche verarbeiten in Formeln, also kein Problem. Ich weise nochmal auf Folgendes hin. Schaut euch mal das an. Und zwar, wir hatten ja gesagt, hier, wenn ich das grafisch darstelle, das Gleichungssystem, habe ich hier zwei Graphen, also zwei Geraden, die schneiden sich an dem Punkt. Und da wird Y an der Stelle genauso. Unterschiedlich berechnen, einmal auf diese Art und einmal auf diese Art. Das bedeutet, wenn y an der Stelle, da haben beide Graphen und beide Formeln den gleichen y-Wert, aber auch den gleichen x-Wert. Und ich berechne y an der Stelle so oder so, dann kann ich auch die beiden Berechnungsvarianten gleichsetzen. Hier. Pardon, das ist das hier. Also ich habe 2 Drittel x plus 1 hier, das Plus kann man sich schenken, gleich 5x minus 3 gesetzt. Bis dahin ist alles in Ordnung. Aber dann kam es. Wenn ich jetzt anfange, ja, ich muss ja hier diese plus 2 Drittel x killen und die müssen dann mit minus 2 Drittel x weiterverarbeitet werden und ich muss dann 5 ganze x und 2 Drittel x. Manche Schüler tun sich damit schwer und dann habe ich gesagt, Leute, lasst uns mal einen Trick erarbeiten. Wir wissen ja, dass man Gleichungen multiplizieren kann. Wenn man auf beiden Seiten das Gleiche tut, passiert nichts Böses. Und wir haben dann gesagt, los, wir probieren das nochmal auf eine andere Art. Und ob wir dann damit klarkommen, werden wir sehen. Momento. Dann haben wir den ganzen Kram hier nochmal hingeschrieben. Ah ja, hier ist das gleiche Gleichungssystem nochmal. Und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen gleich. Und hier steht noch dieses olle Drittel. Und wie kriegt man durch 3 weg, indem man alles mal 3 nimmt? Achtung, alles. Ich highlighte mal. Alles mal 3. Mal 3 nehme ich mir auf der nächsten Zeile vor. Hier. Dann muss ich das mal 3, auch die 1 mal 3, das 5x mal 3 nehmen und auch diese olle 3 mal 3. Ist nicht schlimm. Schreiben wir es mal sauber ab, nachdem wir gekürzt haben. Hier oben steht eine 3, hier oben steht eine 3. Beide gehen durch 3, bleibt eine 1 übrig. Ne? 3 durch 3 ist 1, 3 durch 3 ist 1. Was bleibt denn jetzt hier übrig? 2 mal 1 ist 2 durch 1, bleibt 2. Also 2x bleibt übrig. Das ist schick. Und jetzt geht es so weiter. 1 mal 3 ist 3, hinschreiben. 5 mal 3 ist 15 mal x, 15x. Und hier steht noch minus 3 mal 3, also minus 9. Und jetzt mache ich Tippeltappeltour weiter. Gleichung lösen. Das kann man dann üben. Bis ich zum Schluss auf 12, 13 ist gleich x angekommen bin. Das ist ungefähr 0,9. Wir haben dann nachgeschaut. Ja, ne, hier zwar, wir haben ja 1,1 aus dieser hässlichen Skizze abgelesen. Aber das ist durchaus in Ordnung, wenn man so schlecht malt, dass man dann ein bisschen falscheren Wert rausgekriegt hat. 12, 13 muss rauskommen für x. Gucken wir mal hier. Moment. Und hier kam 12 Dreizehntel x hier. Das kam raus, das hat geklappt. Gut, alles schön. Weiter ging's. Dann hatten wir gesagt, gut, okay. Diese 12 Dreizehntel sind ungefähr 0,9, aber die nehmen wir nicht. Hier, die 0,9 nicht nehmen zum Rechnen, die sind zum Malen. Also zum Skizzieren im Koordinatensystem. Wir rechnen mit den 12 Dreizehntel weiter. Wir nehmen uns mal die erste. Y ist 2 Drittel mal und jetzt 12 Dreizehntel, hier ist es noch. Hier ist das Ergebnis, 12 Dreizehntel. Dieses hier, das haben wir hier eingesetzt. Haben gekürzt, kommen wir nicht drum rum. Und hier hinten stand ja plus ein Ganzes. Da kann man sich aber immer ein Eintel draus vorstellen. Mit 13 erweitern und haben, damit wir gleichnamig machen können, denn 2 mal 4 ist 8. Unten 1 mal 13 ist Dreizehntel. Hier nochmal in der Farbe. Es steht hier unten Dreizehntel. Ne? 1 mal 13. Dreizehntel und hier haben wir dadurch auch Dreizehntel draus gemacht. Und erweitern heißt ja oben und unten multiplizieren. Ein Eintel auf 13 Dreizehntel erweitert 8 plus 13 ist 21 Dreizehntel. Haben dann verglichen, das Ergebnis stimmt. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal zu kontrollieren. Anderer Weg. Vielleicht gefällt euch der Weg ja überhaupt. Aber jetzt nicht ein anderer Weg. Ein anderes Beispiel. So. Jetzt hatte ich hier, kleinen Moment bitte, und hier hatte ich das x hin zu malen vergessen. So, okay. Ja, wie geht's jetzt weiter? Jetzt hatten wir mal ein Beispiel, da hatte ich in beiden Gleichungen einen Bruch, und zwar 2 Siebtel x und hier minus 3 Fünftel x. So, jetzt kommt das Schöne an der Sache. Ob da steht, y wird an der Kreuzungsstelle so berechnet oder y wird so berechnet, da ist es mir egal, ob ich sage, die Berechnung ist gleich y oder y ist diese Art Berechnung. Das ist vollkommen egal. Ich kann also sagen, wenn y so oder so berechnet wird an der Stelle, dann kann ich wieder gleichsetzen das Gleiche. Hier ist die gleichgesetzte
Gleichung. So, und jetzt habe ich hier und da wieder Brüche. Und zwar 2 Siebtel und minus 3 Fünftel. Und jetzt könnte ich sagen, ich nehme erst alles mal 7, so wie im oberen Beispiel, kümmere mich erst um den einen Bruch, kann ich machen. Aber warum soll ich nicht alles gleich mal 35 nehmen? Hier, mal 35 erleichtert mir die Sache deswegen. Werden wir gleich sehen. Mal 35. Das mache ich überall wieder. Hier, das 2 Siebtel mit 35 mal nehmen. Die ganze 5 hier mit 35 mal nehmen. Auch minus 3 Fünftel mit 35 mal nehmen. Ich sage extra mal nehmen. Und hinten die 1 auch mit 35, die minus 1 mit 35 mal nehmen. Da habe ich aber dann gleich statt 1 minus 1 mal 35, habe ich gleich minus 35 geschrieben. Gut, jetzt sauber abschreiben. Nee, halt kürzen. Gucken wir uns mal an. Warum 35? Na, weil ich damit die 7 und die 5 auf einen Schlag erledige. Ich habe also hier gekürzt und habe unten wieder Eintel stehen, hier drüben gekürzt, habe wieder Eintel stehen. Und jetzt muss ich bloß noch sagen, 2 mal 5 ist 10 und minus 3 mal 7 ist minus 21. Also nochmal in grün. 2 mal 5 bleibt noch übrig, mal x ist 10x. Mal x, ne, das. Und hier habe ich minus 3 mal 7 mal x. Durch 1 kann ich mir schenken und jetzt habe ich keine Brüche mehr. Ist minus 21x. Sehr schick. Der Rest geht jetzt nach Tippeltappeltour weiter, brauche ich nicht drauf einzugehen. Komm raus, minus 210 31. Ich habe jetzt keine Lust damit rum zu experimentieren. Ich wollte bloß mal zeigen, dass man beim Multiplizieren einer Gleichung, wenn man das korrekt tut, überall. Also jedes einzelne Glied, hier das und das und das und das, dass das dann wunderbar funktioniert. Gut, hätten wir das. Jetzt noch ein Beispiel und jetzt möchte ich mal nicht mit Kanonen nach Spatzen schießen. Warum? Ich setze wieder gleich, beide heißen y ist gleich. Gut, jetzt steht das eine und das andere hier. Wir hatten das dann so probiert, indem wir alles einfach versucht haben mit 2 mal zu nehmen, kriegen wir die Brüche nicht weg. Wenn ich nur mit 4 mal nehme, kriegen wir die Brüche nicht weg. Wenn ich aber mit 8 mal nehme, also hier mit 8, weil das ist die höchste Zahl, die verschwinden wird. Und da die 4 auch da die 4 auch gleich verschwindet, denn 8 durch 4, 8 und 4 kann man sich kann man dann kürzen, haben wir das gleich mal 8 mal genommen. Also hier, Achtung, alles mal 8, das mal 8, hier ist nichts weiter, also steht hier kein mal 8, hier mal 8 und das ganze Ding mal 8. Jo, dann zusammengefasst entsteht wieder der gleiche Kram. Hier haben wir nur ein x. Ein x, also schreiben wir x. Das müssen wir erstmal wegnehmen. Die müssen nicht, aber es geht am besten, wenn ich die wenigeren x erstmal verschwinden lasse. Dann steht hier drüben aber 0. Und der Rest ist dann wieder Tippeltappeltour. Ich hoffe, es hilft allen, die sich das angeschaut haben, nochmal. Und es hat keine Angst, einfach mal eine Gleichung bruchfrei zu machen, indem man einfach jedes einzelne Glied der Gleichung entsprechend multipliziert. Aber nicht mit Kanonen nach Spatzen schießen. Nicht alles mal 32 nehmen, würde auch gehen. Aber dann wären die Zahlen zu groß und warum soll man sich dann Wolf rechnen? Also hier in diesem Fall sagen wir, die 4 verschwindet auch. Denn im 4er einmal 1 ist die 4 und die 8. Und ich nehme gleich mal 8, dann ist der erste weg. Auf jeden Fall weg. Und der zweite auch. So. Ja, viel Spaß beim Üben.